Familie Al-Baytari. Muslimische Playmobil-Videos. Familie Al-Baytari. Das Original. Hier bei uns auf diesem Kanal. Ismail. Fatima. Maimuna. Khadija, die Mama. Ibrahim, der Papa. Assalamu alaikum. Viel Spaß bei unserer Geschichte. Bismillah. Notfall beim Tierarzt. Assalamu alaikum, ihr Lieben. Ich bin's, Fatima. Ihr wisst ja, unser Papa ist Tierarzt. Wir sind gerade in der Tierarztpraxis. Ismail und ich holen ihn nämlich heute von der Arbeit ab. Mein Papa hatte heute schon einen langen Tag. Zuerst hatte er ein neugeborenes Fohlen untersucht. Es ist erst 2 Tage alt. So süß, mashallah. Und dann kam ein Vogel. Er hatte leider einen gebrochenen Flügel. Aber es geht ihm schon wieder besser, alhamdulillah. Die nächsten Patienten waren die Schafe. Eine ganz normale Routineuntersuchung. Später kam dann noch ein Mädchen mit ihren kleinen Kaninchen. Es wollte nichts essen. Es hatte wohl eine Magenverstimmung. Und ganz zum Schluss waren dann noch die Ziegen an der Reihe. Papa musste nämlich schauen, ob sich die beiden kleinen Ziegen gut entwickeln. Alles in bester Ordnung, alhamdulillah. Jetzt müssen wir nur noch die Praxis aufräumen und danach fahren wir nach Hause, inshallah. Das Stethoskop muss wieder zurück in die Arzttasche. Die Flasche wieder zurück? Fertig, Papa. Ich habe die ganze Medizin wieder in den Schrank geräumt. Barakallahu fik, Ismail. Das Telefon klingelt. Assalamu alaikum, Tierarztpraxis Al-Baytari. Eine Katze. Ja, ein Notfall, ich verstehe schon. Aber bleiben Sie trotzdem ganz ruhig. Sie können sie sofort herbringen. Es geht um eine Katze. Inshallah ist es nicht so schlimm. Eine Katze. Die arme Katze. Allahu alam, was passiert ist. Ein Notfall kommt gleich rein. Ein Mann hat versehentlich eine Katze angefahren. Subhanallah, die arme Katze. Ja, richtig, Kinder. Ich weiß leider nicht, wie schlimm es ist. Er müsste jeden Moment hier sein. Also, helft mir bitte. Wir bereiten alles vor. Den Tisch schnell desinfizieren. Oh, wir müssen uns beeilen. Hier ist Papas Arzttasche. Da sind alle wichtigen Sachen drin. Jetzt muss ich mir sehr gründlich die Hände waschen, damit möglichst keine Keime an die verletzte Katze kommen. Inshallah ist es nur eine kleine Verletzung. Beeil dich, Ismail. Die Katze ist bestimmt gleich da. Und, haben wir alles? Was fehlt denn jetzt noch, Fatima? Fatima, Ismail. Ihr müsst ganz ruhig bleiben, das ist das Wichtigste. Denn wenn ihr hektisch seid, dann überträgt sich das auch auf das Tier. Und die Katze hatte durch den Unfall ja jetzt schon genug Stress. Sie darf sich nicht so sehr aufregen, damit sie mit Allahs Hilfe wieder schnell gesund wird. Also bleibt ganz ruhig, wir tun alles, was wir können, inshallah. Ja, Papa, das machen wir so. Wir wollen ja nur das Beste für die Katze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Komm rein, Bruder. Die Katze ist da! Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Es tut mir so leid, die arme Katze. Die Arme, sie blutet ja am Bein. Sie hat Atemprobleme, blasse Schleimhäute und kalte Ohren und Pfoten. Das alles sind Symptome für einen Schock, aufgrund des Unfalls. Ja, alles gut, meine Kleine. Von den äußerlichen Verletzungen hat sie sich alhamdulillah nur ein Bein gebrochen. Keine Sorge, Brüche bei Katzen heilen sehr schnell. Subhanallah, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Die Katze ist auf die Straße gerannt und wurde wahrscheinlich vom Scheinwerferlicht geblendet. Dann konnte ich nicht mehr schnell genug anhalten.
Ja, ich verstehe. Aber es gibt da noch etwas, was mir Sorge bereitet. Unsere Patientin ist Mutter. Sie muss noch kleine Katzenjunge haben. Kleine Katzenbabys! Hörst du, Ismael? Sie sind allein! Sie sind bestimmt an der Unfallstelle. Wir müssen sie suchen. Wirklich? Ich habe gar keine Katzenbabys gesehen. Ich werde sofort alles absuchen. Master Lama. Die armen Babys. Ich muss sie unbedingt schnell finden. So, ihr zwei. Die Katze habe ich vorerst verarztet. Ihren Bruch habe ich geschient und verbunden. Damit sie sich von ihrem Schock erholt, braucht sie sehr viel Ruhe. Wir müssen auf jeden Fall bei ihr bleiben. Ja, wir passen sehr gut auf sie auf. Aber was ist jetzt mit den Babys? Der Mann hat gerade angerufen. Er kann die Katzenjungen nirgendwo finden. Aber ich habe eine Idee, wo sie sein könnten. Ich rufe mal schnell beim Tierheim an. Ihr passt auf die Katze auf, ja? Na klar, Papa. Bald wirst du wieder gesund, Inshallah. Wir machen Dua für dich. Ja, Allah, bitte lass die Katze schnell wieder gesund werden. Assalamu alaikum, Ibrahim. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Hier sind die Katzenbabys. Sie wurden vor einer halben Stunde bei uns abgegeben. Sehr gut. Danke, dass du so schnell kommen konntest. Die Katzenmutter wurde nämlich angefahren. Subhanallah, die Katzenbabys sind da. Ismael, schau mal, wie süß sie sind. So kleine, niedliche Geschöpfe, Masha'Allah. Die kleine Schwarze springt auf meinen Schoß. Ich glaube, die Kleinen suchen jetzt ihre Mutter. Wir werden sie jetzt zu ihr lassen. Ich denke, die Katzenmutter ist schon soweit. Wie süß! Sie freuen sich, dass sie sich wieder haben. Gebt uns einen Daumen nach oben. Sie ist leider zu schwach zum Stillen. Deswegen werden wir ihnen eine Ersatzmilch anrühren. Dann können wir sie mit der Flasche füttern. Allerdings müsste man das auch nachts tun. Die Kleinen trinken oft. Nachts? Dann müssen wir ja bei ihnen bleiben. Und sie versorgen. Wir können doch heute in der Tierarztpraxis schlafen. Mama und Maimuna sind doch heute sowieso bei Oma und Opa. Das passt doch. Ja, da habt ihr eigentlich recht. So machen wir es, Inshallah. Ich zeige euch jetzt, wie man die Kleinen füttert. Komm her, mein kleines Kätzchen. Es gibt etwas zu essen. Psst, leise, Fatima. Papa ist schon eingeschlafen. Das war ja auch heute wirklich ein langer Tag für ihn. Aber wir machen das schon ganz gut mit der Flasche. Wir kümmern uns um die Katzen. Genau, wir schaffen das. Die Babys hatten jetzt Abendbrot. Na, geht es dir schon besser? Alhamdulillah ist Papa so ein guter Arzt. Jetzt schlaft schön. Na, geht's euch gut? Gleich füttern wir euch wieder. Sehr gut, jetzt kann sich die Mutter schon wieder richtig hinlegen. Es geht aufwärts, Alhamdulillah. Am nächsten Morgen. Seht ihr, Kinder? Der Mutter geht es schon wieder viel besser. Bestimmt kann sie bald wieder stillen. Barakallahu fikum für eure Hilfe heute Nacht. Schön, dass du schon da bist, Bruder. Die Katze ist auf dem Weg der Besserung. Alhamdulillah. Das freut mich sehr zu hören. Meine Frau und ich haben uns überlegt, dass wir die Katze mit ihren Jungen gern bei uns aufnehmen möchten. Sie war ja eine Streunerin und hat niemandem gehört. Wir werden ihnen inshallah ein wunderschönes Zuhause bieten können. Das ist aber schön. Dann bekommen die Katzen ja ein neues Zuhause. Allah hat alles zu einem guten Ende kommen lassen, Alhamdulillah. Passend zur heutigen Geschichte haben wir noch zwei Verse aus dem Koran für euch. Das sind Vers 5 und 6 aus der Sure An-Nahl, ungefähr auf Deutsch übersetzt. Bismillahirrahmanirrahim. Und er erschuf die Tiere für euch. Sie liefern euch Wärme und anderen Nutzen.
und ihr ernährt euch von ihnen. Und ihr erfreut euch an ihrer Schönheit, wenn ihr sie abends eintreibt und morgens austreibt. Allah erwähnt die Tiere an vielen Stellen im Koran. Wir Menschen sollten die Tiere also immer gut behandeln, denn sie sind wunderschöne Geschöpfe Allahs. Die Hühner sind los! Ahlan wa sahlan! Herzlich willkommen bei Familie Al-Baitari, ihr beiden! Die zwei sind unsere neuen Hühner. Na, Maymuna, möchtest du die beiden vielleicht benennen? Ja, Keksi und Brownie! Keksi und Brownie? Da hast du wohl an Süßigkeiten gedacht. Aber das sind lustige Namen. Inshallah leben sich die beiden gut ein und integrieren sich in unsere Hühnergruppe. Assalamu alaikum, die Post ist da. Subhanallah, was ist denn mit den Hühnern los? Die klettern ja überall drauf, runter von meinem Lenker. Salam, Herr Briefträger. Geht sofort runter da, was soll denn das? Wir haben zwei neue Hühner bekommen. Die bringen unsere ganze Gruppe durcheinander. Sie rennen überall herum und sind bloß nicht in ihrem Hühnerstall. Ja, ich sehe schon, die sind ganz schön aufgescheucht. Hier, ich habe einen Brief für euch. Ich glaube, der ist von deinem Brieffreund. Barakallahu fiek. Und ihr, ab jetzt in den Hühnerstall. Die Hühner sind in letzter Zeit so aufgekratzt. Ich glaube, sie brauchen Beschäftigung. Ja, sie flattern einem immer vor den Füßen herum. Sie haben sogar schon den Postboten angefallen. Ja, wir müssen uns wirklich etwas ausdenken, damit sie sich mal so richtig austoben können. Was können wir denn da machen? Baut ihnen doch einen Beschäftigungsparcours auf. Genau, wir können ihnen einen Slalom aufbauen. Und Hindernisse, wo sie hoch und runter springen müssen. Am besten locken wir sie immer mit Körnern, damit sie bei der Sache bleiben. Kommt, Fatima und Maymuna, wir kümmern uns um die Hühner. So, gleich haben wir es. Was baust du denn da, Papa? Ich baue den Hühnern eine Rampe. Dann können sie hier hoch und runter springen und lassen den Postboten inshallah in Ruhe. Sonst sind hier immer Würmer und jetzt sehe ich keine. Regenwürmer kommen doch bei Regen aus der Erde. Ich hole den Schlauch und lasse es etwas regnen. Israel, suchst du etwa Würmer für das Huhn aus der Erde? Die können sich die Hühner doch selber rauspicken. Die Hühner sind wegen der beiden Neuen immer noch so durcheinander. Da möchte ich es ihnen etwas leichter machen. Na Kinder, wie läuft es mit der Hühnerbeschäftigung? Ja, sehr gut. Den Hühnern scheint es viel Spaß zu machen. Und uns auch. Und weil wir jetzt gerade so viel mit den Hühnern machen, haben wir schon richtig viel über sie gelernt. Es sind beeindruckende Tiere, Masha'Allah. Ich habe auch schon viele neue Sachen über Hühner gelernt. Vielleicht sollten wir uns die Infos gegenseitig erzählen. Dann lernen wir alle gemeinsam. Super Idee. Ich habe gelernt, dass das Haushuhn das häufigste Haustier des Menschen ist. Auf der ganzen Welt, Masha'Allah. Es wird geschätzt, dass auf jeden Menschen drei Hühner kommen. Das heißt, es soll dreimal mehr Hühner als Menschen auf der Welt geben. So, jetzt haben wir den Parcours für euch fertig. Los geht's, powert euch so richtig aus. Und jetzt renn mal so schnell, wie du kannst. Hier sind die Körner, komm. Schneller, Schneeflocke. Masha'Allah, den Slalom machst du schon richtig gut. Super, weiter so. Ah, da fällt mir etwas ein. Wisst ihr, warum Herde krähen? Ich habe mal recherchiert. Der laute Kikeriki-Schrei des Hahns dient zur Markierung des Reviers. Damit sagt er den anderen Hähnen, das hier ist mein Platz. Meistens kräht der Hahn morgens, mittags und abends. Das ist wirklich eine interessante Hühnerinformation, Subhanallah.
Seitdem sich die Kinder mit ihnen beschäftigen, sind die Hühner schon viel ruhiger und zufriedener geworden, Alhamdulillah. 1 und 2 und 3. Sehr gut. Jetzt ist schon wieder der nächste Tag vergangen. Ich habe heute über Hühner gelernt, dass die kleinste Art, die Zwerghühner, nur so groß wie eine kleine Taube werden und wiegen etwa 250 Gramm. Ist das nicht niedlich? Und die größten Hühner sollen 10 Kilogramm wiegen können, also so viel wie eine Pute. Masha'Allah, das ist wirklich ein großer Unterschied. Warum liegen denn Eier hier im Stall bei Borg? Da sind die Hühner wohl aus ihrem Gehege ausgerissen und haben hier im Pferdestall übernachtet. Aber Schneeflocke, bist du schon wieder aus dem Gehege entwischt? Hier habe ich dir eine Spur mit Körnern bis zu eurem Stall gelegt. Komm, komm schön weiter. Bis zurück zu deinem Zuhause. Heute habe ich eine neue Hühnerinformation für euch. Das Huhn war wahrscheinlich das erste Lebewesen, bei dem man einen Magnetsinn nachweisen konnte. Was ist das, ein Magnetsinn? Einige Tiere haben einen sogenannten Magnetsinn. Wissenschaftler glauben, dass sie das Magnetfeld der Erde wahrnehmen und es nutzen, um sich zu orientieren. Zum Beispiel, um zu wissen, wo ihr Zuhause ist. Aber nur Allah weiß, warum er ihnen diesen Sinn gegeben hat. Vielleicht können sie damit noch viel mehr. Komm her, du Süßes! Kuscheln! Keksi ist die Beste! Guten Morgen! So, jetzt bekommt ihr gleich euer Frühstück. Aber wo sind denn die Hühner? Subhanallah! Fatima, hier, komm mal schnell! Die Hühner sind los! Die Hühner haben schon wieder im Pferdestall übernachtet. Die sind hier ganz aufgeregt. Was ist denn da los? Das sind ja Küken. Oh, Babys. Da sind ja 3 Küken geschlüpft. Tabarakallah. Sind die niedlich. Schaut doch mal, wie flauschig sie sind und was für kleine Beinchen sie haben. Süß. Das müssen wir sofort Mama und Papa erzählen. Alle unsere Hühner haben doch so tolle Namen. Da brauchen die Küken auch welche. Wie sollen sie denn heißen? Stopp! Jetzt haben wir also nicht nur 2 neue Hühner, sondern auch 3 niedliche neue Küken bei uns. Und die brauchen dringend schöne Namen. Jetzt seid ihr gefragt. Helft uns! Wir freuen uns auf eure Namensideen. Schreibt sie uns hier auf YouTube oder auf Instagram. Macht mit! Na, das war ja ein aufregendes Hühnerabenteuer. Und wir hatten auch eine Menge Spaß dabei. Alhamdulillah haben wir auch sehr viel Neues gelernt. Wir Muslime sollten ja stets danach streben, neues Wissen zu erlangen. Insha'Allah konntet ihr heute etwas Neues über Hühner lernen. Der Tag der Dankbarkeit. Assalamu alaikum, Ibrahim, Ismail. Das war doch heute wirklich ein schöner Vortrag in der Moschee. Findet ihr nicht auch? Ja, stimmt. Es wurde über die Dankbarkeit geredet. Ich muss auch schon die ganze Zeit darüber nachdenken. Das ist wirklich ein schönes Thema. Ich habe eine Idee. Wir machen heute einen Tag der Dankbarkeit. Ja, sehr schön, Fatima. An dem heutigen Tag achten wir darauf, wofür wir Allah so alles dankbar sind. Sehr schön, das machen wir. Lasst uns jetzt zuerst ein Picknick zusammen machen. Auf der Wiese hinter der Moschee. Hier ist der Picknickkorb. Ja. Ja, das wird ein wunderschöner Tag, inshallah. Kommt mit, Kinder. Ich freue mich schon so auf das Picknick. Das wird bestimmt schön. Dieser Platz hier ist gut, Alhamdulillah. Setzt euch.
Ich hab schon großen Hunger. Los, lasst uns alles auspacken. Mama. Bismillah, Kinder. Fangen wir an. Bismillah. Fatima, kannst du mir bitte ein Stück von der Pizza reichen? Ja, hier, Papa. Die Pizza ist wirklich lecker geworden. Wisst ihr was? Ich bin dankbar für das gute Essen, Alhamdulillah. Und ich bin dankbar für dieses wunderschöne Wetter heute. Mir fällt auch noch etwas ein. Ich bin dankbar, dass wir hier gleich auf der Wiese spielen können. Und ich bin dankbar, dass wir alle gemeinsam ein so schönes Picknick machen können. Ich gehe jetzt ein bisschen Fußball spielen, in Ordnung? Ja, Ismail, geh nur, viel Spaß. Ich muss unbedingt noch ein bisschen trainieren. In 2 Wochen ist unser Fußballturnier, inshallah. Bis dahin muss ich richtig gut sein. Und Schuss! So, jetzt den Ball noch ein bisschen kicken. Fußball, ja! Sehr gut machst du das, Maimuna. Tabarakallah, ich bring dir noch ein bisschen was bei. Ismail, lass uns doch ein bisschen Tennis spielen. Wir haben extra die Schläger dabei. Ja, das machen wir, Fatima. Los geht's, Bismillah. Aha, das macht wirklich Spaß, Fatima. Pass auf! MashaAllah, hier ist wirklich so ein schönes Plätzchen zum Sitzen. Ich bin dankbar, dass wir hier draußen im Grünen sitzen können. SubhanAllah, Allah hat die Natur so schön erschaffen. Ja, da hast du recht, Khadija. Und die Kinder spielen so schön. Hier sollten wir öfter mal picknicken. Lass uns doch noch ein bisschen länger hier bleiben. Ich kann doch später Döner kaufen für das Abendessen. Dann brauchen wir nicht zu kochen und haben mehr Zeit. Ja, so machen wir es, inshallah. Kinder, spielt langsam zu Ende. Wir gehen in ein paar Minuten. Ja, in Ordnung, Mama. Okay, Khadija, dann gehe ich jetzt zum Dönerstand. Wenn ihr wollt, könnt ihr in der Zwischenzeit noch etwas bummeln gehen. Ja, bis später, inshallah, Ibrahim. Dann stelle ich mich erst einmal an. Während Papa die Döner kauft, können wir ein bisschen bummeln gehen. Papa hat euch jedem etwas Geld geschenkt. Davon könnt ihr euch gerne etwas aussuchen. Na, habt ihr Lust darauf? Ja! Super, danke! Können wir zuerst in das Reitsportgeschäft? Und danach können wir in den Spielzeugladen! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh! Subhanallah, Fatima! Guck mal, wie viele Reitsachen hier sind. Die ganze Wand hängt voller Sätteln. Ja, hier sind bestimmt viele Sachen, die du für Bark benutzen könntest. Schaut mal, ihr zwei. Pferdeleckerlis mit Karottengeschmack. Die würden deinem Pferd doch bestimmt schmecken, oder Ismail? Ja, die sehen gut aus. Die sind auch zuckerfrei. Das ist ganz wichtig. Möchtest du dir die Leckerlis vielleicht kaufen? Ich weiß noch nicht. Und hier sind die ganzen Reithosen. Hier ist auch noch Zaumzeug. Was für schöne Farben, MashaAllah. Assalamu alaikum, Bruder. Was darf es sein? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich hätte gerne 2 große und 3 Kinderdöner. Jazakallahu khairan. Ich wollte dir sagen, Bruder, ich bin wirklich sehr dankbar, dass du hier so leckeres Essen verkaufst. Das ist schön, dass du das sagst. Möge Allah dich dafür segnen. Schaukelpferd! Wie schön! Hier im Spielzeugladen ist es so schön. Hier gibt es so viele interessante Dinge. Am liebsten würde ich alles kaufen. Und da drüben liegt so eine tolle Haarbürste. Heute ist doch unser Tag der Dankbarkeit. Ich bin sehr dankbar, dass wir zusammen bummeln und hier so schöne Sachen anschauen können. So eine schöne große Packung Buntstifte. Das ist aber ein hübscher Bollerwagen. So, Alhamdulillah. Die Döner habe ich in den Picknickkorb gepackt.
so bleiben sie schön warm. Jetzt können Khadija und die Kinder eigentlich schon kommen. Na, Kinder, habt ihr euch jetzt alle von eurem Taschengeld etwas ausgesucht? War's schön? Wie ich sehe, habt ihr ja gut eingekauft. Ja, Papa, wir haben richtig viele schöne Dinge gesehen. Barakallahu fiek für das Taschengeld. Wir sind auch sehr dankbar, dass du immer so fleißig arbeitest und uns deshalb auch Taschengeld geben kannst. Das hast du aber sehr schön gesagt, Ismail. Nach Hause! Dieser Tag war doch heute wirklich wunderschön. Aber ich bin auch dankbar, dass wir so ein schönes Zuhause haben, Alhamdulillah. Unser Tag der Dankbarkeit läuft gut, muss ich sagen. Von mir aus könnt ihr jetzt eure Einkäufe auspacken. Bismillah, dann fange ich mal an. Von meinem Geld habe ich mir nicht etwas für mich selbst gekauft. Ich habe etwas für dich gekauft, Maimuna. Du hattest doch letztens ein neues Malbuch bekommen. Hier schenke ich dir die passenden Buntstifte dazu. Danke, Ismail. Malen, malen. Das ist aber lustig. Ich habe nämlich von meinem Geld nichts für mich selbst, sondern für dich etwas gekauft, Ismail. Du und Berg habt mir doch letztens meinen Brief von der Post besorgt. Darauf hatte ich doch schon so lange gewartet. Mit diesen Geschenken an euch beide wollte ich mich bedanken. Barakallahu fiek. Hier, die zuckerfreien Pferdeleckerlis. Und eine neue Putzbürste für dein Pferd. Wie schön, Masha'Allah. Danke, Fatima. Die Leckerlis werden Berg bestimmt gut schmecken. Die wollte ich mir ja eigentlich auch zuerst kaufen. Aber dann dachte ich mir, ich mache lieber Maimuna ein Geschenk. Ja, Geschenk. Hier, Fatima. Und du hast etwas für mich gekauft, Maimuna. Wie lieb von dir. Was für eine wunderschöne Haarbürste. Masha'Allah. Die habe ich schon im Spielzeugladen gesehen. Die fand ich so schön. Dankeschön. Ich bin auch wirklich dankbar, dass ihr so lieb miteinander umgeht, Tabarakallah. Zum Thema Dankbarkeit fällt mir noch etwas ein. Allah sagt ja im Koran, in der Sure Ibrahim, in Vers 7, ungefähr auf Deutsch übersetzt, und als euer Herr ankündigte, wenn ihr dankbar seid, werde ich euch ganz gewiss noch mehr Gunst erweisen. Und ich bin dankbar für diesen wunderschönen Tag der Dankbarkeit. Überlegt doch mal, fällt euch auch etwas ein, wofür ihr dankbar seid? Schreibt es uns doch gerne hier in die Kommentare oder auf Instagram. Macht doch auch mal einen Tag der Dankbarkeit mit eurer Familie. Es ist ja auch eine gute Tat, wenn man Allah für die vielen schönen Dinge dankt, die er uns geschenkt hat. Denkt dran, abonniert unseren Kanal. Seid beim nächsten Mal unbedingt wieder dabei. Ma'assalama.